Wir schauen nach Bonn. Isabel Finzel verfolgt weiterhin diesen grünen Bundesparteitag für uns. Isabel, wir haben es gerade im Beitrag schon gehört. Heute dürfte es noch mal ein bisschen kontroverser werden, wenn es um das Thema Kohle geht. So ist der Satz richtig. Aber so richtig kontrovers wird es wahrscheinlich für Robert Habeck dann erst bei dem Treffen mit Lindner und Scholz, oder? Ja, laut Informationen von Welt am Sonntag sollen sich heute tatsächlich Christian Lindner, Olaf Scholz und Robert Habeck noch mal treffen, um über das Thema Atomkraftwerke sprechen. Die Grünen hier auf dem Parteitag, die haben ja klare rote Linien definiert. Und der FDP-Chef, der ist darüber wenig begeistert. Er hat gesagt, er erwartet jetzt, dass hier die Beteiligten nicht rote Linien definieren, sondern dass sie ihren Horizont erweitern. Und über das Thema Atomkraftwerke konnte ich mich auch mit dem grünen Chef, auch mit Nuripur, unterhalten und auch über das Thema Waffenlieferungen. Denn da haben sich die Grünen gestern auch klar dafür ausgesprochen, jetzt schnell weitere Waffen an die Ukraine zu liefern. Und ich habe ihn gefragt, welche Waffen denn das konkret sein sollen. Wir müssen aufhören, über einzelne Waffensysteme zu sprechen, sondern darüber, was die Ukraine selbst sagt, was sie brauchen und natürlich, was verfügbar ist. Und das mit den Partnerstaaten abstimmen. Und wir sollten auch aufhören, darüber zu sprechen, wo die Waffen denn herkommen und wo sie nicht herkommen dürfen. Also Bestände der Industrie, Bestände der Bundeswehr, dass das alles kein Tabu ist. Sie sagen nicht über bestimmte Waffensysteme liefern. Ich frage trotzdem, also auch Kampfpanzer? Wenn die Ukraine Panzer braucht und wir welche liefern können, dann sollten wir das tun. Denn wir sehen ja, dass die Waffensysteme, die wir jetzt liefern, und das ist etwas, was meiner Partei nicht leicht fällt, auch sich einzugestehen, aber wir sehen das einfach, dass die Waffen, die wir liefern, auch Menschenleben schützen. Und deshalb sind wir der Meinung, dass man jeden Tag von neuem schauen muss in der Regierung, wie man schneller und besser wird. Der Bundeskanzler betont aber immer wieder, es soll keine Alleingänge geben. Man will sich immer absprechen mit seinen Verbündeten. Wie wollen Sie die SPD und das Kanzleramt als Grüne dann da jetzt überzeugen? Der Bundeskanzler hat natürlich recht, dass wir nicht alleine auf der Welt sind und mit den Partnerstaaten abstimmen müssen. Das haben wir auch beschlossen. Und wir werden alle zusammen in der Koalition schauen müssen, wie wir besser und schneller werden können und wie wir den Bedürfnissen der Ukraine auch tatsächlich gerecht werden können. Herr Nuripur, wir müssen noch über eine andere Sache reden, nämlich über die AKWs, über die Atomkraftwerke. Auch das war ja ein großes Thema hier auf dem Parteitag. Und der Parteitag hat sich auch klar dafür ausgesprochen, es soll maximal einen Streckbetrieb, maximal bis ins Frühjahr der zwei AKWs geben. Die FDP, das wissen Sie, das reicht ja den Liberalen nicht. Sie fordern bis 2024 alle AKWs. Wie will man denn jetzt diesen Streit in der Ampel lösen, jetzt wo sich die Grünen da so klar positionieren? Im Abwehrschirm, also im sogenannten Doppelbums, haben wir in der Koalition vereinbart, dass zwei AKWs in Reserve gehen bis Mitte April nächsten Jahres, für den Fall, dass die Netzstabilität gerade in Bayern gefährdet sein sollte, weil die CSU ihre Hausaufgaben nicht gemacht hat. Das haben wir beschlossen und dazu stehen wir auch. Und das, was in der Koalition vereinbart worden ist, gilt und Sie sind bereit, das umzusetzen. Das andere jenseits der Vereinbarung andere Dinge wollen, nehmen wir zur Kenntnis, aber wir hätten auch gerne ein Tempolimit und das haben wir trotzdem nicht hinbekommen im Koalitionsvertrag miteinander. Das haben wir zu respektieren. Trotzdem reicht es der FDP nicht und man muss ja dazu sagen, die Zeit drängt. Die Betreiber, die brauchen Gewissheit. Der Streckbetrieb, der muss ja auch entsprechend vorbereitet werden und es gibt einfach nach wie vor keine Einigung. Also riskiert die Ampel da nicht auch einen Blackout? Ich muss zugeben, dass ich irritiert bin, dass Zeitpläne, die wir miteinander vereinbart haben, jetzt auf einmal nicht mehr gelten sollen, weil plötzlich neue Forderungen dazu kommen. Wir haben miteinander vereinbart, dass wir die Einsatzreserve vorbereiten. Und ja, Sie haben völlig recht, es muss schnell gehen und das sollten wir jetzt tun. Was glauben Sie denn, wann könnte es da eine Einigung geben? Ich hoffe, dass es sehr schnell geht, dass wir diese oder Anfang nächster Woche zu einer Lösung kommen. Ja, soweit Omid Nuripur, der Grünen-Chef. Heute also Tag 3 beim Parteitag der Grünen, der letzte Tag. Und du hast es vorhin schon angesprochen, da wird es nochmal um das große Thema Klimaschutz gehen. Und schon am Freitag haben sich hier die Grünen dafür ausgesprochen, noch einmal 100 zusätzliche Milliarden Euro in Klimaschutzinvestitionen zu investieren. Das fordern sie. Also da können wir wohl heute auch noch einiges erwarten. Und das verfolgst du natürlich für uns. Dankeschön, Isabel, für den Moment.